Okay, wenn du mich kennst und du dich vielleicht schon ein bisschen auf dem Kanal umgeschaut hast, dann wird dir bewusst sein, dass ich eigentlich für mein Trading Plus zwei Sachen nutze. Und zwar sind es immer vor allem erstmal Echtzeitinformationen und das sind vor allem die Preis-Action und, na gut, bei Aktien, das zeige ich jetzt natürlich nicht auf dem Kanal so, aber bei Aktien das Volumen quasi. Für Indikatoren, da bin ich nicht wirklich groß zu haben, da glaube ich nicht so wirklich dran, zumal die auch zeitverzögert sind, da habe ich auch schon mal eine kleine Lecture drüber gemacht. Aber es gibt quasi eine einzige, also einen einzigen, ich sag mal in die Richtung, zumindest Indikator, den ich doch mal ganz gerne mal nutze, wo ich mal rüberschiele, der mir vielleicht eine weitere Bestätigung geben kann. Ich tue ja ganz viel immer von Konfluenzen sprechen. Das heißt, wenn ich vielleicht zwei, drei Sachen habe, die auf Long gerade hindeuten könnten, und dann gucke ich vielleicht noch auf das Sentiment und darüber wollen wir gleich noch reden. Und das gibt vielleicht mir auch ein gewisses Signal noch als weitere Bestätigung, dann fühle ich mich wirklich sehr, sehr sicher. Aber genauso gut könnte das Sentiment natürlich, und das ist ein zweiter Anwendungsfall, den ich dann quasi habe, mir auch als Warnsignal dienen, indem ich sage, okay, ich habe vielleicht von der Preisaction her ein, zwei, drei Long-Signale, was klappen könnte. Allerdings zeige ich über das Sentiment vielleicht was ganz anderes an und ich sollte es vielleicht doch lieber lassen. Das heißt, okay, das Sentiment tue ich auf zweierlei Hinsicht nutzen. Einmal als weitere Bestätigung, andernfalls aber auch vielleicht als großes Warnsignal. Und wie genau ich das mache, das will ich dir kurz zeigen. Und zwar geht es in der heutigen Lecture und jetzt in den nächsten verbleibenden 4 Minuten um das Euwag-Sentiment der Börse Stuttgart. Was das Euwag-Sentiment quasi macht, das steht auch relativ gut hier oben gleich dann drauf, ist quasi, es misst die Stimmung der Privatanleger vor allem. Warum das genau die Privatanleger letztendlich sind, darauf will ich jetzt erstmal nicht eingehen, da tue ich mich dann auch bloß zu sehr verquatschen, muss ich auch ehrlich sein. Aber folgendes, was macht das Sentiment, wie wird es ganz kurz berechnet? Es ist eigentlich total, ich weiß nicht, ob es hier unten steht, genau, es ist ein total simpler Quotient einfach bloß, der quasi einfach misst von irgendwelchen Call-Optionsscheinen, wie viel wurden gekauft, wie viel wurden verkauft, von welchem Put-Optionsschein wurden wie viele gekauft, wie viele verkauft und genauso gut auch von irgendwelchen Long- und Short-KO-Scheinen, wie viele wurden gekauft, wie viele wurden verkauft. Was man anhand des Quotienten dann errechnet, ist quasi, wie sind quasi die Privatanleger im Schnitt, wie sind die gerade positioniert? Sind die Privatanleger Long? Sind die Privatanleger gerade Short eher mit dem Markt? Was ist gerade hier gang und gäbe? Sind die mehr auf der Verkaufs- oder mehr auf der Kaufseite? Jetzt folgender Gedankenansatz mal für dich, dass du verstehst, warum das Sentiment so interessant ist und warum das vor allem ein Kontraindikator ist, so nennt man das. Wohingegen zum Beispiel der MACD, wenn der ein Kaufsignal gibt, dann gehst du auch wirklich quasi mit dem Kaufsignal mit. Wenn der Euwag-Sentiment irgendwas Käufliches anzeigt, dann gehst du besser, vielleicht lieber sogar Short. Warum ist das so? Ganz einfach aus dem Grund, bloß als Gedankenansatz, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dich bei irgendeinem Broker anmelden möchtest, zum Beispiel, der vielleicht was mit CFD zu tun hat, ich habe immer ganz unten drin, okay, irgendwas von wegen so 83% der Privatanleger verlieren Geld oder irgendwas 75% der Privatanleger verlieren Geld und so weiter und so fort. Egal wie viel Prozent es sind, es scheint immer die große Masse zu sein. Und jetzt folgende Idee: Wenn die große Masse zum Beispiel sehr viel falsch liegt und die große Masse ist aber gerade zum Beispiel long im Markt drinne und die liegen aber falsch, dann wäre es vielleicht clever zu shorten. Und wenn die große Masse gerade short ist, aber die liegen unterm Strich ja eigentlich falsch, wäre es vielleicht sinnvoll, long zu gehen. Nicht bloß das so quasi als Ansatz, warum ist das Euwag ein Kontraindikator? Und jetzt vor allem, wie nutze ich das Euwag-Sentiment? Und da will ich dir vor allem jetzt, wenn ich bloß heute mal mit diesen Handelstagen mal angucke, will ich dir kurz zeigen, wie das Euwag-Sentiment funktioniert. Wir sehen jetzt ganz simpel hier oben das Sentiment an sich, hier unten den DAX-Index in Punktzahlen quasi. Und was sehr, sehr auffällig ist, ist folgendes. Zum Beispiel, wir schauen uns mal bloß an, während der DAX jetzt sich hier allmählich anfängt mit Steigen, das heißt, der Markt steigt nach oben, wirklich ins Plus rein, fängt das Euwag-Sentiment an zu fallen. Vor allem jetzt hier langsam, hier ist diese Nulllinie quasi hier oben drauf. Und jetzt fallen wir sogar knapp immer weiter und weiter runter, vielleicht sogar bis minus 50. Was heißt das für mich? Während der Markt steigt, fangen Privatanleger an, die große Shortkeule auszupacken. Und was passiert jetzt im Folgenden? Gut, erstens natürlich Institutionelle, die wissen das dann, die fangen an, den Markt weiter hochzutreiben. Das sorgt bei Privatanlegern für Verluste, für mehr Buchverluste. Die kriegen vielleicht Panik und tun ihre Shorts verkaufen. Könnte jetzt zum Beispiel sein, wodurch die ja quasi für Kaufdruck sorgen und der Markt vielleicht noch weiter hochsteigen kann. Und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Fall, wenn ich merke zum Beispiel, der Markt steigt nach oben und vielleicht irgendeine Trendfolgestrategie von mir gibt mir ein Long-Signal, dann tue ich jedes Mal mal kurz auf das Euwax drüber schauen. Und wenn ich merke, okay, meine Trendfolgestrategie gibt mir ein Long-Signal, das Euwax-Sentiment gibt mir ein Short-Signal, also in dem Fall jetzt hier quasi was Shortiges, und die liegen aber im Normalfall falsch, dann sage ich, okay, das ist eine weitere Bestätigung. Jetzt gehe ich wirklich long rein und fühle mich wirklich sehr sicher. Wenn ich zum Beispiel aber jetzt, und das ist dieses Warnsignalfall, den ich jetzt hier gleich erklären möchte, ist, wenn ich zum Beispiel merke, okay, der DAX steigt, aber auch das Euwax steigt, sage ich, okay, obwohl es wirklich long geht und es geht aber auch wirklich alle long, sage ich, okay, das dürfte eigentlich nicht so sein. Normalerweise müssten die Privatanleger falsch sein.
sage ich, okay, da lasse ich den Trade vielleicht lieber einfach weg. Und das Warnsignal hat da quasi hier übertrumpft.